Ja, also es geht zum Thema ein Blick auf die MINT-Fachkräfte, auch ein Bereich, der für Innovation und auch Klimaschutz, also 1 und 3, Panel 1 und 3, wichtig ist und gleichzeitig auch die Fachkräfteprobleme, die gerade angesprochen wurden, auch nochmal vertieft. Da war das, ne? So, erstmal Start. Wir haben Engpässe an MINT-Fachkräften und die Herausforderungen nehmen zu. Wir messen monatlich mit BA-Daten die Engpässe, hier mal gestapelt, MINT-Facharbeiterberufe, das untere, MINT-Experten, die obere Säule und die Spezialisten, die haben eine Techniker- oder Meisterausbildung in der Regel in der Mitte und bilden da die Differenz von offenen Stellen zu Arbeitslosen. Da sieht man so ein ja, konjunkturelles und saisonales Bild, aber auch ein strukturelles Bild, dass wir langfristigen Zuwachs haben. Am aktuellen Rand geht die MINT-Lücke, also der Engpass, klein bisschen runter, was vor allem konjunkturelle Gründe natürlich hat, aktuell in diesem Jahr. Wir sehen aber in der Tendenz steigende Engpässe und auch hier, wie in dem Bild davor, gerade die Delle nach unten in der Corona-Zeit 2020, 2021. Aber wir haben die großen Herausforderungen, auch die wurden gerade angesprochen: Klimaschutz, Digitalisierung, Demografie. Ich habe noch Deglobalisierung als viertes D mit dazu genommen, die Veränderungen der Wertschöpfungsketten, die Veränderungen der globalen Zusammenarbeit, was auch einen Innovationsdruck ausübt, nach neuen Lösungen zu suchen und auch hier den Bedarf an Innovation weiter erhöht. Wenn man Unternehmen fragt, was sind denn die Hemmnisse, die sie haben, um die Digitalisierung sich dort besser aufzustellen, das haben wir gerade jetzt im Januar Unternehmen befragt. Hier mal die Daten für die Unternehmen ab 50 Mitarbeiter von der Größe. Und an erster Stelle steht da, uns fehlen Fachkräfte für die Digitalisierung, was über die Hälfte der Unternehmen zustimmt. Andere Themen wie Personalkosten oder uns fehlen, wir sehen keine wirtschaftlich sinnvollen Lösungen, folgen auf den weiteren Stellen. Also vor allen Dingen ein hohes Fachkräfteengpass-Thema, dass die Unternehmen sich bei der Digitalisierung besser aufstellen als Haupthemmnis von den Unternehmen in der Unternehmensbefragung genannt. Dann haben wir gefragt, was sehen Sie als Bedarf für das Thema Klimaschutz, also um klimafreundliche Technologien oder Produkte zu entwickeln und einzuführen in den nächsten 5 Jahren. Und ganz rechts, die beiden ja grün ähnlichen Farbtöne, es ist die Zustimmung dazu, dass man mehr Fachkräfte braucht, also steigen oder etwas steigen oder stark steigen. Und an erster Stelle sind da IT-Experten mit akademischem Abschluss, wo deutlich über die Hälfte der Unternehmen sagt, da wird der Bedarf steigen. Also fürs Thema Klimaschutz, auch das Thema IT-Experten, noch vor den Ingenieuren, auch noch sehr stark der Bedarf an beruflich qualifizierten technischen Fachkräften in MINT. Auch da über die Hälfte der Unternehmen, die sagt, da steigen die Bedarfe. Weniger stark, für uns jetzt vielleicht nicht so schön, bei Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlern, da wird nicht so häufig nach mehr Bedarf in dem Themenfeld aus Sicht der Unternehmen geantwortet. Und wo kommen die Fachkräfte her? Und wenn man sich die MINT-Beschäftigten anschaut, die sind in Deutschland in den letzten 10 Jahren von 6,9 auf 7,9 Millionen gestiegen, von 2012 bis 2022. Wie war das möglich? Und ein großer Beitrag dabei war die Beschäftigung Älterer. Die obere graue Säule schaut sich an, wie viel 55- bis 59-jährige Beschäftigte gibt es im Jahr 2017, ganz links, im Vergleich zu den 50- bis 54-jährigen Beschäftigten 5 Jahre vorher. Also wie viel Prozent von denen bleiben noch 5 Jahre später als Beschäftigte in der Statistik über? Und das sind rund 96, 97%, also nahezu alle, die den Übergang von der Gruppe 50 bis 54 aus Beschäftigung in die Gruppe 55 bis 59 schaffen. Die zweite Säule sind dann die 60 bis 64-Jährigen im Vergleich zu 5 Jahre vorher die 55 bis 59-Jährigen. Und da blieben 2017 im Vergleich zu 2012 72% über und aktuell sind es 78%. Also eine starke Zunahme von denen, die noch verbleiben am Arbeitsmarkt und im Alter von 60 bis 64 weiter beschäftigt sind. Großer Zuwachs und der hat sehr stark zur Beschäftigung in MINT-Fächern, in MINT-Berufen beigetragen. Ganz unten dann die helle Kurve, wie viel noch von 65 bis 69 beschäftigt sind im Vergleich zu 5 Jahre vorher 60 bis 64. Das steigt aktuell von 11 auf 14%, wird jetzt weiter steigen, natürlich durch die Rente mit 67, dass dann vermehrt Personen auch im Alter von 66 und 67 beschäftigt sind. Also ein großer Beitrag, der in der Dynamik, wenn man das weiterzieht, sicherlich nicht im Trend so weiter steigen kann. Da ist vielleicht noch ein bisschen drin bei den 60- bis 64-Jährigen, aber da ist schon in den Berufen zumindest sehr viel passiert.
Also im Unterschied zu dem Vortrag vorher, in anderen Branchen ist das schwieriger, in Pflege, Gesundheitsberufen. Hier im MINT-Bereich gelingt es schon heute sehr gut, dass die Beschäftigten bis zum Renteneintritt beschäftigt bleiben. Und mich selber überrascht hat, die 25- bis 34-jährigen Beschäftigten in MINT-Berufen in Prozent der Bevölkerung im Alter von 25 bis 34. Und da hatten wir insgesamt 14% der Personen im Alter von 25 bis 34 waren im Jahr 2012 in MINT-Berufen beschäftigt. Heute sind es insgesamt über 16%. Eine starke Zunahme sowohl in Facharbeiterberufen von 8,9 auf 9,4%, als auch sehr stark in akademischen MINT-Berufen von 2,9 auf 4,2%. Und wenn man nach vorne schaut, haben wir aber hier eine ganz andere Situation für die Zukunft. Denn was haben wir erlebt im Rückblick? Im Arbeitsmarkt hohe Engpässe, die führen natürlich dazu zu hohen Löhnen und guten Möglichkeiten zum Arbeiten, werden wir auch im Ausblick weiter haben, die hohen Engpässe. Berufsorientierung, es gibt viele Initiativen für Berufsorientierung, das wird es auch weitergeben. Aber wir haben einen Arbeitsmarkteintritt und sehr positive Effekte durch die Umstellung von G9 auf G8 gehabt und werden jetzt das Gegenteil haben in den nächsten 10, 15 Jahren. In vielen Bundesländern geht es wieder von G8 auf G9 zurück. Dann fehlt ein Absolventenjahrgang, der in den Arbeitsmarkt eintritt. Wir haben Bildungsaufstieg, MINT ist ein Aufstiegsfach, der Anteil der Studierenden unter Nicht-Akademiker-Haushalten ist stark angestiegen. Wir sehen aber für die Zukunft, dass die Ungleichheit der Bildungschancen der schulischen Bildung wieder stark zunehmen. Das heißt, das Potenzial wird in Zukunft weniger leicht weiterzuheben sein. Und wir sehen Kompetenzen PISA von 2000 bis 2012, sind die 15-Jährigen, die dann von 2012 bis 2022 Beschäftigte sind, in ihren Kompetenzen stark besser geworden und seit 2012 das Gegenteil, stark sinkende PISA-Ergebnisse. Das nochmal zum kurz Visualisieren. Jetzt geht's. Das nochmal der Anteil der Personen im Alter von 25 bis 34, die selbst studieren oder schon einen Hochschulabschluss haben. Unter Akademikerhaushalten ist der Anteil von 51% auf 68% gestiegen. Die also aus Akademikerhaushalten kommen, die Kinder, die dann auch studieren oder einen Hochschulabschluss machen. Bei Nicht-Akademikerhaushalten haben wir einen Zuwachs von 19% auf 34%, also insgesamt etwas stärkeren Aufstieg sogar. Und die Studierenden sind dadurch auch, die Aufstiegschancen in Hochschulabschlüssen sind in den letzten 20 Jahren besser geworden. Aber perspektivisch sehen wir mehr Ungleichheit jetzt im schulischen Bildungssystem. Von daher wird es schwer, diesen Trend so zu halten. Denn wir sehen hier die Erstsemesterzahlen in den MINT-Studiengängen. Im Jahr 2016 waren es fast 200.000. Unten sind Ingenieur und Informatik und oben Mathematik, Naturwissenschaften mal aggregiert. Der Rückgang auf gut 175.000 bei den Anfängerzahlen. Und wir sehen noch dramatischer Kompetenzen in PISA. Links die Low Performer, die also Risikogruppe sind. Im Jahr 2012 18%. Die nicht grundlegende Mathematikkompetenz im Alter von 15 erreichen, heute fast 30%. Das ist dramatisch für die, die nachrücken und dann technische Berufsausbildung aufnehmen sollen, wenn der Anteil, die da die große Lücken haben, da so stark gestiegen ist. Umgekehrt, auch dramatisch, High Performer von 18% in den oberen beiden Kompetenzstufen hatten wir 2012, jetzt nur noch 9%. Am Gymnasium von 40% auf 21% Rückgang. Bei denen, die in Mathematik hohe Kompetenzen erreichen bei PISA. Das ist als Ausblick insoweit problematisch, dass wir es in Zukunft wahrscheinlich nicht schaffen, trotz toller Arbeitsmarktsignale, Fachkräfteengpässe dann zu beseitigen, indem mehr junge Menschen sich dann für diese Berufe entscheiden, wenn sie die Kompetenzen gar nicht mitbringen aus dem Bildungssystem. Dazu nimmt noch die Ungleichheit zu. Also wir hatten ein starkes Beschäftigungswachstum von 6,9 auf 7,9 Millionen Personen, weil wir höhere Beschäftigungsanteile bei Jüngeren hatten, einen späteren Arbeitsmarktaustritt bei Älteren und mehr Zuwanderung, darauf komme ich gleich zu sprechen. In den kommenden 15 Jahren dürfte das nicht gelingen, die Beschäftigung weiter zu erhöhen. Wenn wir eine hohe Zuwanderung haben, können wir die vielleicht konstant halten. In Szenarien, die wir gerade für den Schifferverband erstellen, um einen Ausblick für 15 Jahre zu ermitteln. Wir werden aber, selbst wenn alles strukturell gleich bleibt wie jetzt, haben wir einen steigenden Frauenanteil bei der MINT-Beschäftigung und einen deutlich steigenden Ausländeranteil. Was deshalb spannend ist, weil die Zuwanderung regional sehr ungleich ist. Und das hat natürlich für die regionale Clusterbildung, für die regionale Innovationsklasse nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Wo gehen die Personen hin? Das wird sehr ungleich bleiben. Also positive Signale am Arbeitsmarkt werden nicht im gleichen Maße wie früher zu steigenden Bevölkerungsanteilen unter Jüngeren führen, weil die Kompetenz
da das Problem sind. Zuwanderung hilft bereits heute. Hier ein Bild von uns aus der Patentdatenbank. Da sieht man den Anteil der Erfindenden mit ausländischen Wurzeln, die wir über die Vornamendatenbanken der Erfindenden dann den Regionen zuordnen. Also mit eindeutig Vornamen aus ausländischen Herkunftsländern ist der Anteil der Erfindenden an allen Patentanmeldungen von 6 auf über 10% gestiegen. In Digitalisierungstechnologien ist es die dunkelblaue Linie von 8 auf über 15%. Das ist nochmal nach Branchen sehr unterschiedlich, am höchsten im IT-Sektor. Da sind über 25% der Erfindenden an Patentanmeldungen in dem Bereich Personen mit ausländischen Wurzeln, bei SAP sogar über 50%. Das ist das Unternehmen mit dem höchsten Anteil der in Deutschland lebenden Erfinder, die eindeutig ausländische Vornamen haben. Nur so können wir das kodieren nach dem Migrationshintergrund. Warum hilft Zuwanderung? Nochmal, hier die Beschäftigtenzahlen von Ende 2012 bis 2023 Juni-Daten. Da sieht man, dass die Beschäftigung in sozialversicherungspflichtigen MINT-Berufen, unten die dunkelblaue Linie MINT-Facharbeiterberufe, deutsche Nationalität, ein Rückgang von 5% Beschäftigte. Bei Meistertechnikern plus von 12%, bei akademischen MINT-Berufen plus von 40% bei Deutschen, bei ausländischen Beschäftigten knapp 80% plus in MINT-Facharbeiterberufen, 130% plus bei Spezialisten und plus 205% akademischen MINT-Berufen. Wenn die roten Linien da liegen würden, wo die blauen Linien liegen, würden uns über 400.000 Personen fehlen in MINT-Berufen. Also allein um mal den Beitrag der Zuwanderung auch zu zeigen. Und da haben wir auch erste schöne Erfolge. Indien, wenn man sich Nationalität anschaut, in akademischen MINT-Berufen, hatten wir mal 3.800 Beschäftigte Inder, die als Ingenieure oder InformatikerInnen arbeiten. Das ist gestiegen auf 30.000 aktuell. Das ist ein Riesenzuwachs. Wir sehen auch da in Platz 2 die Person mit türkischer Nationalität, Platz 3 Italien, Platz 4 jetzt Russland. Da sieht man den Knick hier, erste Quartal 2022 war das mit dem Beginn des Krieges, gab es auch Abwanderung aus Russland, aus den akademischen MINT-Berufen nach Deutschland und China auf Platz 5. Dann wird oft kritisiert, naja, ihr seid für Zuwanderung, das ist ja auch ein Lohnthema, Lohndrücken, kriegen die dieselben Löhne, deswegen habe ich einfach mal von der BA angefragt, ob wir mal eine Sonderauswertung bekommen zu den Vollzeitbeschäftigten Medianlöhnen nach Staatsangehörigkeit. Insgesamt für alle Beschäftigten liegt Indien auf Platz 1 mit Riesenabstand in Deutschland, haben den höchsten Medianlohn mit 5.300 Euro. Im Vergleich, Deutsche haben 3.800 als Vollzeitbeschäftigte im Median. Wenn man sich nur die Jungen anschaut, sind das auch Indien fast die gleiche Größenordnung, weil da sind auch fast nur Personen im Alter von 25 bis 45 unter den Indern. Und ganz rechts die akademischen MINT-Berufe nur für 25- bis 45-Jährige differenziert, weil alle darüber haben im Schnitt die Beitragsbemessungsgrenze überschritten. Und da sieht man, dass die Inder mit 5.700 Euro auch dort über dem Medianlohn der Deutschen in akademischen MINT-Berufen mit 5.500 liegen. Was nicht heißt, dass die jetzt mehr verdienen beim gleichen Arbeitsplatz, aber die arbeiten eben häufiger in der IT- und Hightech-Industrie rund um München, wo die Löhne einfach generell ein Stück höher sind. Das nur als Zeichen, dass das sehr stark eine Sogzuwanderung ist, also nicht aus den Ländern quasi Leute nach Deutschland kommen und hier am Arbeitsmarkt irgendwie unterkommen müssen, sondern dass es einen Riesenbedarf am Arbeitsmarkt gibt und deshalb die Fachkräfte auch auf sehr gutem Niveau als Zuwanderer hier am Arbeitsmarkt einpendeln. Und das gibt große regionale Unterschiede. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wo werden die Leute später arbeiten? Hier mal den Anteil der Beschäftigten Ausländer in Ingenieurberufen. Deutschland hatte Ende 2012 rund 6% ausländische Ingenieure an allen Ingenieurbeschäftigten, liegt jetzt bei ungefähr 12%, rund 12%. An der Spitze aller Landkreise in Deutschland Starnberg von 17 auf fast 30%. Dann kommt der Ilm-Kreis in Thüringen von unter 5% auf 25% Ausländeranteilsteigerung innerhalb von 10 Jahren. Riesig Dynamik, klar, die TU Ilmenau plus ein paar internationale Unternehmen in der Region, die sich da angesiedelt haben, haben diese ganze Region demografisch massiv verändert, was auch Migrationsanteile angeht. Dann kommt München-Landkreis, Main-Taunus, Frankfurt-Oder, Hochtaunus, Offenbach. Dann kommt Berlin auch mit einer extrem hohen Dynamik von nur 6%, was für so eine Großstadt eigentlich vor 10 Jahren auch wenig war,
auf jetzt auch nahe 20% mit einer aktuell sehr hohen Dynamik am aktuellen Rand. Dann München Stadt. Interessant, Stadt und Landkreis München zusammen haben 15.300 ausländische Beschäftigte in Ingenieurberufen. Das ist mehr als Berlin plus alle 5 neuen Länder zusammen. Das ist mehr als Hessen, das ist mehr als NRW. Das ist unglaublich viel, was zwei Landkreise da allein in ausländischer Beschäftigung in Ingenieurberufen haben. Und jetzt ist das wichtig, wenn man die Hochschulstandorte anschaut, hier die Studierenden aus dem Ausland in Deutschland nach Staatsangehörigkeit. Und wir hatten insgesamt 5.000 Inder, die in Deutschland studiert haben, im Jahr 2010 und liegen aktuell bei über 40.000. Von 5.000 auf über 40.000. Chinesen waren früher an Platz 1, haben auch nochmal zugelegt, aber liegen jetzt auf Platz 2. Darunter noch andere Staaten, Südkorea, Brasilien, Kamerun, Iran. Ich habe bewusst mal Drittstaaten dort aufgeführt, weil das ein sehr guter Weg ist, an Drittstaatzugehörigkeit Zuwanderer zu kommen, die auch demografisch eine ganz andere Struktur haben in ihren Ländern als Mittelosteuropa, wo wir in Facharbeiterberufen von Zuwanderung profitieren, die aber selber demografische Probleme haben. Und das starke Wachstum aus schon Studierenden aus Indien ist sehr stark MINT-orientiert. Ein Drittel der Personen aus Drittstaaten, das weiß man über die Visa, bleibt nach Abschluss in Deutschland. Ein Drittel. Das ist gar nicht schlecht, auch fiskalisch, das ist hochrentabel, wenn ein Drittel bleibt und ich zahle nur 2 Jahre der ganzen Bildungsbiografie. Während ich bei dem deutschen Studierenden 25 Jahre vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss zahlen muss, zahle ich ja oft nur 1-2 Jahre bei dem Zuwanderer über die Hochschule. Also auch aus Sicht des Finanzministers ist das eine sehr rentable Investition. Warum das so wichtig ist, sehen Sie nochmal hier, wenn man alle, noch 5 Minuten doch gleich durch, alle TU-Landkreise anschaut in Deutschland, wo eine TU einen Standort hat, dann stehen diese Landkreise in Summe für 22% aller Beschäftigten in Deutschland, für 31% aller Ingenieurbeschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit und für 44% aller ausländischen Ingenieurbeschäftigten. Also die sind auch sehr stark rund um die TU-Standorte beschäftigt, wie München beispielsweise. Wir haben einen dreifachen Effekt. Die Zuwanderung über die Hochschule schafft erstmal natürlich direkt Fachkräftesicherung. Und jetzt kommen die Netzwerke, wie bei den Clustern in der Innovation. Wenn ich Personen habe aus bestimmten Ländern, die in bestimmten Regionen leben, dann ist es auch für neue Zuwanderer eher erstmal sinnvoll, in diese Region zu ziehen. Wir haben eine sehr starke netzwerkorientierte Zuwanderung. Das heißt, es geht leichter, andere Akademiker zur Zuwanderung zu bewegen in die gleichen Regionen. Und ich habe Netzwerke zu Nicht-Akademikern und die Chancenkarte, die jetzt neu ist in diesem Jahr. Das heißt, es gibt attraktivere Möglichkeiten, ein Suchvisum zu bekommen, wenn ich irgendwo zum Beispiel unterkomme bei bekannten Freunden, Verwandten, dort meine Lebenshaltungskosten sichere, nebenbei jobben darf und dann in der Region mit Hilfe dieser Person, die schon hier arbeitet, über die Netzwerke einen Arbeitsplatz suche. Also das sehr attraktiv. Und warum ist das wieder wichtig mit der Chancenkarte? Wir haben mal links die akademische Beschäftigung, die Beschäftigung von ausländischen akademischen MINT-Berufen dargestellt. Rot sind die Drittstaatsangehörigen und in blau, hellblau die EU-Beschäftigten. Wir haben eine Zunahme von 30.000 Drittstaatlern, die in akademischen MINT-Berufen arbeiten, auf 130.000 innerhalb von 10 Jahren insgesamt. Darunter halt viele Inder, aber auch viele Nordafrikaner, viele Lateinamerikaner, viele aus anderen asiatischen Räumen. Aus den EU-Ländern war der Zuwachs vergleichsweise klein. Ganz anders in MINT-Facharbeiterberufen. Da hatten wir einen starken Zuwachs aus Mittelosteuropa vor allen Dingen. Und erst in den letzten 2 Jahren geht das auch ein bisschen aus den Drittstaaten. Auch die Westbalkan-Regelung hat da ein bisschen geholfen. Aber da ist jetzt ein Riesenpotenzial. Wenn ich die stark gestiegene rote Kurve in den akademischen MINT-Berufen über die Chancenkarte gut informiere und die wiederum ihre Netzwerke ansprechen, in ihren Herkunftsländern, ihre Verwandten, Freunde, Bekannten, die vielleicht einen Arbeitsplatz in Deutschland in einem Facharbeiterberuf suchen, dann kann man über die Chancenkarte und diese Netzwerke tatsächlich auch Potenzial in Facharbeiterberufen heben. Und deshalb wäre das aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Instrument und hat ein Potenzial über die Netzwerke. Handlungsempfehlungen, Potenziale Frauen und Ältere hatten wir gerade. Natürlich geht das schon bei der Berufsorientierung los, MINT auch als Klimaschutzberuf viel stärker auch in der Berufsorientierung zu kommunizieren. Wir haben auch ein deutlich bessere Feedback-Systeme, weil Mädchen, junge Frauen ähnliche Leistungen haben wie Jungs und Männer, aber sich selbst massiv unterschätzen, auch von ihren Eltern unterschätzt werden in ihren Kompetenzen. Deshalb ist es wichtig, dass das, was sie wirklich selbst können, auch besser wissen über bessere Feedback-Systeme zu den Stärken. Wir brauchen Mentorenprogramme verstärkt.
Bei Älteren, Weiterbildung war gerade ein Thema, das kann man auch im akademischen Weiterbildung über Hochschulen berufsbegleitend natürlich verbessern und Anreize noch für späteren Renteneintritt weiter ausbauen und begleiten Unternehmen. Das war natürlich auch nochmal eine wichtige Handlungsempfehlung an die Unternehmen selbst über Maßnahmen der Personalpolitik. MINT-Bereich, Chancen im Bildungssystem, ganz viel, was man da machen kann, Sprachförderprogramme und so weiter, um die Durchlässigkeit im Bildungssystem zu erhöhen, die digitale Infrastruktur auszubauen, aber auch das Informatik als Schulfach noch weiter zu stärken. Da liegen wir zurück und das ist die zentrale Kommunikation, gerade in dem ganzen IT-Feld. Und beim Thema Zuwanderung haben wir bessere Regeln jetzt bekommen von der Bundesregierung. Wir haben gute Informations- und Vernetzungsangebote. Bei den Prozessen sieht es noch schwierig aus, das als letzte Folie zur Bewertung. Die Regeln sind gut, die wir haben, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit der Chancenkarte und den Verbesserungen bei der blauen Karte, bei beruflich Qualifizierten, da ist viel passiert. Wir haben auch gute Regeln, gute Informationen dazu. Wir haben Infrastruktur, DAAD, Goethe, was vorhanden ist zur Vorintegration, was man nutzen kann noch stärker. Aber ein ganz großer Engpass schon heute und in Zukunft natürlich noch viel stärker ist, die Prozesse sind extrem langsam, also sehr komplex, die Verfahren dauern lange, Botschaften aus den Behörden, bis am Ende tatsächlich das Visum aus Drittstaaten dann erstellt wird, die Person einreisen kann, dauert es viel zu lange. Und deshalb ist hier für mich noch ein politisch ganz wichtiger Handlungspunkt. Wir brauchen eine deutlich schnellere, agilere Verwaltung in dem Feld mit mehr Handlungsmöglichkeiten, ähnlich wie bei der Innovation, was wir vorhin angesprochen haben. Von daher ähneln sich einige Dinge, was Innovation angeht und was Fachkräftezuwanderung angeht. Und das sollte mein Impuls für heute sein. Vielen Dank. Ja, auch die Frage hier, gibt es gleich zu den Zahlen, die Herr Plönnecke präsentiert hat, Anschlussfragen? Ja, bitte, Frau Grimm. Vielleicht eine Frage zu der Studie zu Erfinderinnen und Erfindern mit ausländischen Wurzeln oder mit Migrationshintergrund. Es geben ja auch viele, einfach weil es in ist, ihren Kindern fremd klingende Namen. Also ich habe auch ein Kind mit einem nicht deutschen Namen oder einem, den Sie wahrscheinlich zuordnen würden als nicht deutsch. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie das adressiert? Um zu prüfen, wie gut diese Vornamenzuordnung funktioniert, haben wir uns einfach mal 200 Namen genommen, Vollnamen, und haben gegoogelt, um sozusagen herauszufinden, wie gut diese Zuordnung ist und ob wir noch weitere Informationen zu den Personen finden, Lebensläufe oder irgendwo Angaben im Hochschulbereich. Und was wir da gefunden haben als Stichprobe war schon sehr genau. Es gab ganz wenige Punkte, wo mal von 100 Leuten dann eine oder zwei Personen vielleicht, wo man vermuten könnte, das passt dann nicht mit der Zuordnung. Aber die Vornamensdatenbank war da schon relativ gut als Proxy für die ausländischen Wurzeln. Leider gibt es keine Angaben bei den Patentanmeldungen zur Nationalität oder zum Migrationshintergrund. Von daher sind wir über die Vornamen gegangen und konnten doch da eine relativ hohe. Und so Namen wie skandinavischen Namen wie Nils oder so, die haben wir gar nicht erst Skandinavien zugeordnet, sondern sind eher auf außereuropäische Vornamen gegangen. Ja, da hinten ist noch eine Frage. Bitte. Ja, die können in Deutschland geboren sein. Also es geht nicht darum, um jetzt selbst Zugewanderte, sondern um Personen, die in irgendeiner Form einen Zuwanderungshintergrund haben. Und da haben wir, es gab mal so Namenslisten, die bestimmte in der öffentlichen Diskussion, da haben wir mal eine Namensliste gemacht zu den Erfindern. Wenn man beim Buchstaben A anfängt, bis der erste deutsche Vorname kommt, das dauert. Also da kommen ganz viel Abdul und so weiter unter den Erfindern, bis unter vom Buchstaben A angefangen. Und das sind dann doch viele Vornamen, wo die Personen ausländische Wurzeln haben. Und durch das Nachschauen bei Google oder anderen im Netz haben wir dann auch feststellen können, dass es fast immer trifft bei der Stichprobe. Ich habe nur eine Frage zu Ihrer IT-Darstellung mit den Fachkräften und den akademischen Fachkräften, wo Sie dann gesagt haben, wir haben bei den Akademikern einen sehr hohen Anstieg bei der Zuwanderung und bei den Fachkräften haben wir noch Potenzial.
Wie haben Sie die Fachkräfte abgegrenzt? Die Facharbeiter sind dann in der BA-Klassifikation. Da gibt es so Berufe, Viererberufe sind Expertenberufe, in der Regel akademische Berufe. Und das sind Zweier, die haben eine Fachausbildung, eine Berufsausbildung in der Regel. Das finden Sie auch, wenn Sie auf Ihre eigene Sozialversicherungsnummer schauen, dann finden Sie ganz hinten so ein Ende. Das sollte dann bei den meisten bei Ihnen wahrscheinlich eine 4 stehen. Das ist ein akademischer Beruf, 3 ist Meister Techniker und 2 ist eine Ausbildung. Da kann man das selber bei seiner eigenen Sozialversicherungsnummer nachschauen, wie die BA den eigenen Beruf, den man ausübt, klassifiziert. Wenn man aus einem akademischen Beruf hat, sollte da eine 4 am Ende stehen. Ich muss nochmal nachfragen. Gilt da ehrlicherweise die Qualifikation im Herkunftsland oder wie wird das hier eingeordnet? Der ausgeübte Beruf, der vom Arbeitgeber dann über die Sozialversicherungsnummer dann klassifiziert wird. Da mag es auch mal einen Fehler geben. Eine Kollegin bei uns, habe ich festgestellt, die hat nur eine 3, obwohl sie einen 4er-Beruf hat. Aber das stimmt schon weitgehend. Ja, die Daten benutzt man in der Regel, um zu schauen, sind Personen auch ausbildungsadäquat beschäftigt, dann schaut man, üben die halt einen 4er- oder einen 3er-Beruf aus, wenn sie einen Hochschulabschluss haben. Ja, da hinten ist noch eine Verständnisfrage, bitte. Ja, vielen Dank. Weniger Verständnisfrage als vielleicht Anregung zu den Motivationen der Herkunft der ausländischen MINT-Berufe vor allen Dingen. Das war in Ihrem Vortrag sehr stark von akademischer Seite und intrinsischen Motiven, also von den Individuen geprägt. Meine Anregung wäre nur bei der Betrachtung als Faktor auch ausländische Arbeitgeber zu betrachten. Also erfreulicherweise haben Sie ja auch eine Thüringen-Region genannt, den Ilmkreis, und haben dann auf die sehr schöne TU Ilmenau verwiesen. Ja, aber in dem spezifischen Fallbeispiel war es wirklich ein ausländischer Investor, nämlich die chinesische Batteriefabrik CATL, die schlicht und ergreifend in Deutschland entgegen den ursprünglichen Plänen keinen gefunden hat und dann halt Chinesen nachgezogen hat. Und das ist ein Faktor, den wir immer stärker merken. Also das sind jetzt keine Beschäftigten, die von sich aus nach Deutschland kommen wollten, sondern die aktiv von Investoren aus dem Ursprungsland angeworben worden sind. Ja, das sagte ich auch, dass beim Ilmkreis zusammenkommen ausländische Unternehmen und die TU Ilmenau natürlich auch noch vor Ort dann viele Absolventen hat und sehr stark auch in Internationalisierung geht, auch sehr patentstark ist. Und das sehen wir ja auch bei Intel, die haben natürlich auch vor, sehr stark auch im Ausland zu rekrutieren, was wiederum dann für die internationalen Milieus rund um Magdeburg sehr positiv ist, um dann wiederum weitere Zuwanderer zu gewinnen. Von daher kann so eine Mischung aus Hochschulen plus internationale Unternehmen als Investoren auch demografisch ein Stück eine Chance sein, dass wir in Regionen bisher mit weniger Zuwanderung, mehr Zuwanderung dann haben. Und dann können die Netzwerkeffekte zu weiterer Zuwanderung helfen vor Ort für die beispielsweise Zulieferer, auch dort Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Okay. Ja, eine Frage hier noch, bitte. Einen Moment. Ich habe einen Hinweis für Sie, Herr Pusch. Ich habe 20 Jahre lang eine Personalberatung als Inhaber geführt und dabei die Erfahrung gemacht, dass Kandidaten über 50 Jahre uns nie abgenommen wurden. Also es liegt auch ein bisschen am Rekrutierungsverhalten. Die Vorgesetzten, die rekrutieren, haben sich vielleicht nicht zugetraut, ältere Mitarbeiter zu führen. Und im Gegenteil hieß es dann, und wenn das Qualifikationsprofil am Markt nicht verfügbar ist, dann bringen Sie uns doch einen jungen Mann, den wir noch prägen können. Also das ist vielleicht auch noch ein Handlungsfeld, was Sie da unter Ihren Handlungsfeldern nicht aufgeführt haben, aber was durchaus, glaube ich, eine versteckte Rolle spielt. Möchten Sie darauf noch reagieren? Sonst. Es war vielleicht etwas versteckt und ich habe es dann verschoben. Also es war in den vielen, also die Kollegen, ich gehe davon aus, die haben sich ein bisschen Gedanken gemacht darüber und da war diese Unternehmenskultur mit angesprochen zur Beschäftigung auch von älteren Arbeitnehmern. Könnte man natürlich so denken. Und da sah es, glaube ich, ziemlich rot aus in dem Balken. Das ist nicht so das Thema bisher.